Hey, mega cool. Die letzte Predigt in der Serie More Fun. Und Ben hat letztes Mal zum Start seiner Predigt gefragt, wann hast du das letzte Mal so richtig gelacht, so richtig laut losgelacht? Und ich weiß nicht, ob du das beantworten konntest oder ob dir irgendetwas in den Sinn gekommen ist. Aber mir sind einige Dinge in den Sinn gekommen, die ich jetzt nicht öffentlich heute erzählen möchte. Ich muss auch sagen, sind minderjährige Menschen hier heute? Das ist eine Frage, ja, jetzt sind Kinder da, okay, dann lassen wir die Hälfte der Predigt heute weg. Die Dinge, die ich wirklich lustig finde, die lassen wir heute weg. Wir sind in dieser Serie More Fun, also mehr Spaß. Und wir haben bis jetzt ganz viele Dinge gelernt und wir haben hoffentlich gelernt, du kannst einfach das Bild von vorher, da sieht man noch ein bisschen besser, Serie, Welcome Home, egal, lass das, passt schon. Danke, super, genial. Welcome Home, More Fun. Jetzt ist mir hier alles wieder, oder Benny, danke, dass du mich wieder durcheinander gebracht hast. Also wir haben gelernt, jetzt bitte aufmerksam, bitte. Nicht lachen, jetzt einfach ernst. Wir haben gelernt, dass Gott der Urheber ist von Spaß, also nicht nur von Freude, sondern auch von Spaß. Und dass er selber Spaß hat, dass er spaßig ist, dass er nicht nur ernst ist, sondern dass er auch spaßig ist und dass er es liebt, wenn wir Spaß haben. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, Spaß zu haben und ich werde euch heute ein bisschen erzählen, warum ich das glaube. Also wir haben gelernt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, wir haben gelernt natürlich, wer ist die erste Fußballmannschaft, das hatten wir letztes Mal schon, vorletztes Mal von Ronny. Wir haben gelernt, dass es gut ist, wenn man über sich selber lachen kann, über die Dinge, die man falsch macht, über die Dinge, die peinlich sind, wenn man zum Beispiel predigt und muss kurz kontrollieren, der Hosenladen noch offen ist. Oder sonst irgendetwas, wenn einem irgendetwas Peinliches passiert. Also ich meine, ich könnte euch so viele peinliche Geschichten erzählen. Vielleicht kommen wir heute noch dazu. Und wir haben gelernt, dass Gott es eigentlich liebt, wenn wir Spaß haben. Also du kannst eigentlich die Bibel durchforschen. Auf Englisch ist es ein bisschen einfacher mit dem Wort Fun. Auf Deutsch ist es leider ein bisschen schwieriger, die Bibelstellen zu finden. Aber da kannst du grundsätzlich das Wort jubeln oder Jubel eingeben. Und das Wort Jubel oder jubeln, auf Deutsch übersetzt vom Hebräischen, ist eigentlich das Wort Spaß. Also es ist nicht einfach nur Freude, sondern es ist so extreme Freude. So Spaß an etwas haben. Und ich habe im Jahr 2020 ein Buch geschenkt bekommen, das ich ein bisschen durchflogen habe. Und das Buch hatte den Titel Alle sind so ernst geworden. Schön auch, dass es funktioniert. Ja. Wir fangen nochmal an. Ich habe extra alles so gut geplant. Alle sind so ernst geworden. Das ist der Titel des Buches. Und es war natürlich mitten in diesem Teil von 2020, ihr kennt das Jahr, hat gut gestartet, hat weniger gut geendet. Irgendwann im März, also für uns war es cool, wir waren in Südafrika, aber in der Schweiz. Wir sind am letzten Tag, bevor der erste Lockdown losgegangen ist, weggeflogen. Der Lockdown da unten kam ein bisschen später, die sind immer ein bisschen hinten rein. Hinten, wie sagt man, so ein bisschen ja, später halt. Und dann ist dieses Buch erschienen im Jahr 2020. Alle sind so ernst geworden. Und es geht in diesem Buch so, das sind zwei Leute, die machen ein Intro darüber, warum sind alle Menschen auf einmal so ernst geworden. Und ich habe gedacht, ich mache eine kleine Exkursion. Ich habe mir gedacht, wir sind ja in dieser Serie More Fun und das ist jetzt der Titel der Predigt, alle sind ernst geworden. Das hat mir irgendwie nicht so gepasst. Deswegen habe ich einen alternativen Titel gewählt, falls du dir Notizen machst. Und dieser alternative Titel heißt, bringt mir 100 vor heute. Ja, auf diesen Tag habe ich lange gewartet, wo ich über diese Geschichte von diesen 100 Vorhäuten endlich einmal
predigen darf. Aber lasst uns zuerst, bevor ihr alle abgelenkt seid, ein bisschen ernst bleiben. Alle sind so ernst geworden. Und die Frage ist, Spaß und Ernst, geht das zusammen? Weil wir alle sind in einer Welt, wir sind mit ganz, ganz vielen spaßigen Sachen konfrontiert, aber wir sind wahrscheinlich mit noch viel mehr ernsten und ernsthaften Themen konfrontiert. Je älter du wirst, desto ernster scheint das Leben irgendwie zu werden. Es ist ja irgendwie auch normal, weil man immer mehr Leute kennt oder vielleicht sterben irgendwann die Großeltern. Das ist vielleicht noch nicht so ein krass ernstes Thema, je nachdem, wie nahe du jemandem stehst. Und dann irgendwann kommt die Zeit, wo deine Eltern immer älter werden. Und irgendwann sterben deine Eltern oder du hast Freunde verloren oder Bekannte, Verwandte, was auch immer. Du wirst mit der Ernsthaftigkeit des Lebens oder auch mit der, ja, mit der wie sagt man dem, keine Ahnung, so Beendigung des Lebens, mit ernsten Themen halt konfrontiert. Und in der Schule ist es auch nur am Anfang so ein bisschen lustig und du musst dich schon extrem anstrengen, damit es auch nach 9 Jahren dann immer noch lustig ist und spaßig ist und nicht alles so ernst genommen wird. Und dann kommst du vielleicht in deine Ausbildung. Also das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, wir sind mit ernsten Dingen beschäftigt. Und ich weiß, und ich persönlich, das ist wahrscheinlich eine meiner größten Schwächen, ich mache häufig dann, um die Situation aufzulockern, eine extrem ernste Situation, irgendeinen Witz. Ich versuche, die Situation aufzulockern und ich weiß eigentlich in dem Moment, dass es vielleicht jetzt nicht die beste Idee ist, wenn jetzt gerade etwas extrem Ernstes diskutiert wird, etwas Lustiges reinzubringen. Und trotzdem finde ich es lustig. Also ich selber finde es lustig. Und ich weiß, dass es vielleicht nicht so gut ist, aber ich denke mir lieber noch ein bisschen, wieso muss immer alles so ernst sein? Und wenn du Christ wirst, so ungefähr, so gefühlt, wird das Leben ja dann noch ernster. Weil dann geht es dann wirklich um Leben und Tod. Und du hast wirklich jetzt eine Aufgabe und eine Berufung und diese Berufung und Aufgabe beschäftigt sich ja auch damit, dass Menschen, die sonst ewig verloren gehen, irgendwie ewig gerettet werden und das ist ein ernstes Thema. Das ist wirklich ein ernstes Thema. Und irgendwie verlieren wir über die Zeit, so kommt es mir vor und ist auch statistisch erwiesen und Maria geht schon mal, weil sie denkt, okay, er spricht über mich. Nein, ich wollte dich natürlich nicht bloßstellen. Alles klar. Man macht auch keine, das habe ich letzte Woche gelernt von Ben, man macht keine Witze auf Kosten von anderen Menschen. Und ich habe mir gedacht, schade. Weil, ihr merkt es, jeder, wenn ich schon, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, bei euch selber, jeder hat irgendwie einen eigenen Humor. Nicht jeder findet die gleichen Dinge lustig. Und heute erzähle ich euch einfach die Dinge, die mich so abgeholt haben, auch in der Bibel. Also, alle sind zu ernst geworden. Und ich habe gedacht, bevor wir dann in diese Bibelstellen reingehen, muss ich euch schon noch einige Tipps geben, die auch ein bisschen ernst sind, die ihr wirklich auch umsetzen könnt in eurem Leben. Also, es gibt eine Statistik, die sagt, dass Kinder, danke Maria, dass du leise wieder nach vorne kommst, es gibt eine Statistik, ist schon aus den 80er und 90er Jahren, die sagt, Kinder lachen etwa 300 Mal am Tag durchschnittlich. Also es gibt Kinder, die lachen vielleicht nur 150 Mal am Tag und es gibt auch Kinder, die lachen 600 Mal am Tag, aber der Durchschnitt ist 300 Mal am Tag. Und das bedeutet, hier lachen bedeutet, sie lachen sich kaputt. Sie lachen wirklich, also nicht einfach nur so internes Lachen oder irgendwie so ein bisschen lachen, sondern richtig lachen. Und das geht etwa so bis ins Alter von 5, 6, 7 Jahren. Das haben sie so getestet, wie viel Mal lachen die Kinder in diesem Alter, Kinder in diesem Alter und so weiter. Und dann wird es immer weniger und erwachsene Menschen, also ab 18 Jahren bis halt ans Ende, lachen noch 17 Mal durchschnittlich am Tag. Das ist, wenn du es ausrechnest, ziemlich einfach, 17 Mal weniger als Kinder lachen Erwachsene. Und ich finde das alarmierend. Ganz ehrlich, ich habe mich auch gefragt, warum bin ich so ernst geworden?
Hast du dich auch schon mal gefragt, warum bist du selber so ernst geworden? Warum kannst du nicht mehr über gewisse Dinge lachen? Warum kannst du vielleicht, kennst du die Leute, die können, es gibt so Menschen, die können extrem austeilen. Die können sich lustig machen über alle und jeden. Und aber im Einstecken sind sie extrem schlecht. Sie fühlen sich immer gerade angegriffen, komplett angegriffen. Also nicht nur so ein bisschen, der Abend ist gelaufen, nichts geht mehr. Oder sie gehen nach Hause oder keine Ahnung, sind verletzt, schreiben dir dann auch noch 15 Mal eine SMS, wie verletzt sie sind, keine Ahnung. Und wenn du so bist, dann möchte ich dich wirklich herausfordern, frag dich mal, warum kannst du nicht lachen über dich selber? Nur weil du es nicht lustig findest? Oder ist etwas Tieferes dahinter? Fühlst du dich persönlich angegriffen? Und dann wäre vielleicht auch die Frage, warum fühlst du dich persönlich angegriffen? Also Erwachsene lachen nur noch 17 Mal am Tag und ich hoffe, wir als Church steigern diesen Durchschnitt nach oben. Weil Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Werdet wie die, also die Kinder lachen 300 Mal am Tag. Erwachsene lachen nur 17 Mal am Tag und Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Und ich weiß, er hat es jetzt vielleicht nicht aufs Lachen nur bezogen. Aber wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dann häufig das Einzige, was du hörst im christlichen Kontext ist, hab Glauben wie die Kinder, weil Kinder glauben einfach. Und ich, also kindlicher Glaube. Und ich finde das gut, aber ich glaube, Jesus hat nicht nur das damit gemeint. Jesus hat alles gemeint, was Kinder ausmacht. Und deswegen ist es cool, dass es Studien gibt, die sich mit Kindern beschäftigen. Da musst du nicht die ganze Arbeit machen, nicht die ganze Zeit observieren, wie verhalten sich Kinder, wie werde ich jetzt wie ein Kind. Aber ich glaube, dass es uns auch gut tut, uns darüber bewusst zu sein, dass Kinder viel mehr lachen als wir Erwachsene. Und Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Und vielleicht hat er auch einfach gesagt, das ist meine Interpretation natürlich. Vielleicht hat er auch einfach gesagt, lacht einfach ein wenig mehr. Habt ein bisschen mehr Spaß, weil die Kinder haben Spaß. Und Spaß ist etwas super Wichtiges. Spaß ist echt etwas super Wichtiges. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, weil ich habe ja, als wir hier angefangen haben mit der Church, oder besser gesagt, als ich da gefragt wurde, ob ich in das leitende Team kommen möchte für diese Church, für diese Kirche, habe ich gesagt, ich komme, aber unter einer Bedingung, und diese Bedingung bedeutet, es muss Spaß machen. Das bedeutet nicht, es muss jeden Tag gleich viel Spaß machen, aber grundsätzlich muss es mehr Spaß machen als Unspaß, als Nichtspaß. Weil ich auch weiß und auch damals wahrscheinlich schon antizipiert habe, dass wenn du, je älter du wirst, desto mehr wirst du auch mit negativen Sachen konfrontiert, und es ist ganz eigentlich einfacher, die Freude zu verlieren, als den Spaß zu behalten. Aber was für mich eigentlich das Grundlegendste ist, warum mir das so wichtig war und immer noch ist, also Spaß zu haben, ist, ich habe einfach gemerkt, wenn ich Spaß an etwas habe, dann mache ich das nicht einfach nur so halbbatzig. Also wenn ich Spaß habe an meiner Arbeit, dann gebe ich Vollgas bei meiner Arbeit. Warum? Weil es mir Spaß macht. Weil es sich vielleicht nicht so anfühlt, wie andere Menschen mir erzählen, wie sich Arbeit anfühlen sollte. Oder ich finde ja immer noch, wir Schweizer vor allem, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber wir Schweizer, ich kenne so viele von meinen alten Schulkollegen, die sind die ganze Zeit nur negativ über ihre Arbeitsstelle am Reden. Dass sie keinen Spaß haben, dass es nicht gut ist, dass ihr Chef nicht gut ist, dass sonst irgendetwas nicht gut ist. Und ich denke mir, du lebst nicht in einem Drittweltland. Du hast alle Möglichkeiten, etwas zu ändern an deiner Arbeitssituation. Es gibt fast kein Land auf dieser Welt, wo es so einfach ist, einen Job zu wechseln. Nochmal eine Ausbildung zu machen, nochmal eine Weiterbildung zu machen. Einen anderen Job zu finden. Und ich sage dir, wenn du lange nicht glücklich bist mit deinem Job, dann nimm den Finger. Also, du hast es in der Hand. Wie viele Tritte in den Hintern brauchst du noch, sozusagen? Also Spaß ist mega wichtig, weil wenn du Spaß an etwas hast, dann machst du das auch richtig. Wenn du Spaß hast, irgendwo hinzugehen,
Sag mir jetzt mal, du hast extrem Spaß, ins Kino zu gehen. Dann gehst du da auch gerne hin. Du hast extrem Spaß, mit deinen Freunden etwas zu machen. Dann gehst du da gerne hin, weil es Spaß macht. Und jetzt kommt's auf uns bezogen. Wenn du mega Spaß hast an Gottes Reich, dann gehst du da auch gerne hin. Dann versammelst du dich gerne in einem Gottesdienst. Dann betest du Gott gerne an. Dann bist du gerne dabei. Dann hast du Lust, etwas zu machen. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn Menschen zusammenkommen, egal was für ein Thema es ist, und Spaß miteinander haben, dann können sie viel mehr erreichen als Leute, die überhaupt keinen Spaß daran haben. Es ist egal, ob es beim Job ist, in der Familie ist. Wenn du Spaß hast zu Hause, dann gehst du auch gerne nach Hause. Aber wenn du, wie Ronny erzählt hast, jemanden zu Hause hast, egal ob Mann oder Frau, wo es keinen Spaß macht, dann gehst du irgendwann vielleicht nicht mehr. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz logisch. Und deswegen für euch Eltern, das habe ich mir aufgeschrieben, lasst eure Kinder Spaß haben. Weil es ist so wichtig, dass eure Kinder Spaß haben zu Hause, dass eure Kinder Spaß haben, wenn ihr dabei seid, weil sie kommen dann auch immer gerne nach Hause. Sie kommen dann immer gerne zu euch. Sie verbringen gerne Zeit mit euch. Und auch wenn du denkst, ach du meine Güte, ich will nicht, dass meine Kinder, ich denke mir, welche Eltern denken sich, dass ihre Kinder nicht, sie wollen nicht, dass ihre Kinder Spaß haben, weil es könnte ja jemand sehen, dass die Kinder noch Spaß haben. Von den Nachbarn oder mit dem Feldstecher. Oh mein Gott. Diese Familie von der Grace Church, die Kinder da haben Spaß. Ja. Es ist so wichtig, dass Kinder Spaß haben, dass Kinder Spaß ausleben können und auch untereinander, Ehepaare, Partner und so weiter, habt auch Spaß miteinander. Ja. Macht mal einen Witz auf Kosten von dem anderen und schaut, ob die andere Person es persönlich nimmt oder nicht. Also natürlich immer im richtigen Moment, ist ja klar. Was cool ist, ist, wenn du Spaß hast, dann profitierst nicht nur du. Wenn du Spaß hast und wenn du gut drauf bist, dann profitiert dein ganzes Umfeld. Wenn du zur Arbeit kommst und du bringst Spaß an die Arbeit, dann profitieren deine Arbeitskollegen davon, deine Schüler davon, deine, keine Ahnung, wer du triffst. Wenn du den Spaß bringst, wenn du die Freude bringst, wenn du gut drauf bist, wenn du happy bist, wenn du die Wasserpistole mitbringst an die Arbeit und von hinten deinen Chef, dann merkst du gleich auch, ob jemand ernst ist oder auch Spaß haben kann bei der Arbeit. Also du profitierst nicht nur selber, du profitierst extrem. Das haben wir letzte und vorletzte Woche gehört. Dein Körper profitiert extrem, deine Knochen profitieren extrem, weil Lachen und Freude haben und Spaß haben, sagt die Bibel, ist gut für unsere Knochen und in unseren Knochen wird unser Blut produziert. Also ist Spaß haben auch gut für dein Blut, oder? Lachen ist gesund, sagt man ja so. Sagt man ja auch eigentlich in der Welt, aber es ist biblisch. Es ist komplett biblisch, aber nicht nur du profitierst davon, sondern ein ganzes Umfeld profitiert davon. Also was sagt die Bibel sonst noch über Spaß? Also nicht spaßige Geschichten aus der Bibel, sondern was sagt die Bibel sonst noch? Und ich habe gedacht, einfach für die ernsthaften Christen, damit wir noch die Bibel gelesen haben, auch heute Morgen. Ich habe mir natürlich aus dem Buch Prediger, das ja prädestiniert ist für dieses Thema, etwas rausgezogen und das wollen wir zusammenlesen. Was sagt die Bibel über Spaß? Prediger 8, Vers 15. Darum empfehle ich allen, das Leben zu genießen. Denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als zu essen und zu trinken und Spaß zu haben. Das wird ihn bei seiner Mühe begleiten, das ganze Leben hindurch, das Gott ihm gegeben hat. Das ist genial, oder? Also mich holt es voll ab. Also ich meine, es gibt nichts Besseres für den Menschen auf der Welt, als zu essen und zu trinken. Nur schon das holt mich extrem ab. Und Spaß zu haben. Warum? Weil der mühsame Teil des Lebens, und man könnte auch sagen, das Leben findet einen Weg, der mühsame Teil des Lebens, der kommt so oder so auf dich zu. Die Frage ist, wie begegnest du dem mühsamen Teil des Lebens? Hast du Spaß?
trinkst du gerne, isst du gerne? Und wenn du noch weiter liest, man könnte jetzt durch den ganzen Prediger hindurchgehen, ich kann dir nachher auch noch Bibelstellen, ich habe etwa 70 Bibelstellen über Spaß. Können wir natürlich heute nicht alle durchgehen, aber ich finde das extrem ermutigend und mich fordert es aber auch heraus, mir selber Gedanken darüber zu machen, wo habe ich denn keinen Spaß? Das sind Dinge, weißt du, wenn Gott will, dass wir das haben, dann will der Feind definitiv nicht, dass wir das haben. Und wenn du in die Welt hinausschaust, sind genau diese drei Teile, Essen, Trinken, Spaß, ist genau das, was angegriffen wird. Neben anderen Sachen wie Familien, Gottes Werte werden angegriffen. Und wir geben einfach so nach. Dabei sagt Gott, hab Spaß. Trink gerne, ess gerne. Warum? Es ist Gesellschaft, es ist Gemeinschaft. Es isoliert dich nicht von anderen Menschen. Auch Spaß normalerweise nicht. Manchmal schon. Ich habe mir auch schon gedacht, in der heutigen Zeit darf man ja nicht, man muss ja immer aufpassen, was man sagt. Und ich habe gedacht, am besten höre ich auf, Prediger zu sein und ich werde Comedian und predige und sage einfach das, was ich denke und dann kann ich einfach sagen, du, ich bin Comedian. Es war gar nicht so gemeint. Aber dann habe ich gemerkt, heutzutage werden ja schon Comedians gecancelt. Also weitere Bibelstelle in Zacharia 8, Vers 5 steht, und die Straßen werden voll sein mit spielenden Kindern. Ich finde so einen guten Bibelvers. Da geht es darum, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird und Gott sagt durch diesen Propheten Zacharia unter anderem, und die Straßen werden voll sein von spielenden Kindern. Denkst du, haben die Spaß oder haben die keinen Spaß, wenn sie spielen? So wird es aussehen im neuen Jerusalem, in dem wir dann irgendwann mal wohnen. Weil wir sind die Kinder Gottes und wir werden auf den Straßen, die übrigens komplett aus Gold sind, spielen. Gott hat Freude daran. Wenn Kinder spielen, dann habe ich noch Lukas 6 etwas rausgezogen. Jesus bei der Seligpreisung, Lukas 6, Vers 21. Glücklich zu preisen sind die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ich finde das so ermutigend. Vielleicht bist du momentan nicht gerade in der Stimmung, um zu lachen oder um zu Spaß haben. Vielleicht ist das Leben gerade mega ernst oder du hast gerade eine mega ernste Situation in deinem Leben, in deinem Umfeld. Und du bist mehr am Weinen als am Lachen. Und so eine Voraussage, so eine Verheißung von Jesus, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und wenn du Hunger hast, dann wirst du satt werden. Das kannst du in Anspruch nehmen für dein Leben. Ich finde das einfach nur genial. Dann noch etwas aus dem Psalm. Psalmen sind voll von Lachen. Psalm 126, Vers 2. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Und ich finde das so cool, Weil anscheinend hat Gott hier etwas gemacht, das lesen wir in den vorangegangenen Versen, es hat ja nur einen vorher, im vorangehenden Vers. Gott hat etwas gemacht und wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern, also auch die nicht gläubig waren, sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Und ich denke mir manchmal, was sagen die Leute von außen über dich? Wissen sie überhaupt, dass du gläubig bist oder sehen sie es dir vielleicht an? Weil du dich daran erinnerst, was Gott für dich getan hat und lachst und jubelst, also hast Spaß und bist laut vor Freude, nicht weil du etwas gemacht hast oder geleistet hast, sondern weil du dich daran erinnerst, was Gott für dich getan hat. Und ich glaube, das tut uns allen gut, sich daran zu erinnern, was hat Gott überhaupt für mich getan? Wo stand ich vor 10 Jahren? Wo stehe ich heute? Und ich hoffe, du kannst dann lachen und jubeln. Und das laut vor Freude. So, jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsteil von dieser Predigt. Nämlich nicht Spaß in der Bibel, sondern Spaß aus der Bibel. Oder wie man das auch immer sagen will. Spaßige
Bibelstellen. Ihr kennt ja noch den Titel der Predigt. Alle sind zu ernst geworden. Oder bringt mir 100 vor heute. Und in der Bibel, also wenn du die Bibel liest, das jetzt mal so vorab, dann findest du Geschichten, Bibelverse, Dinge, die ziemlich komisch sind. Die aus meiner Sicht auch ziemlich spaßig sind. Und bei denen manchmal denkst du dir, was ist das für eine absolut absurde Geschichte, die ich hier am Lesen bin. Und ich habe ja über die Jahre Bibelverse gesammelt, die ich euch heute präsentieren werde. Also einige davon werde ich euch heute präsentieren. Lustige Bibelverse, Bibelverse, die man falsch verstehen kann. Und ich muss dazu sagen, also Spaß beim Bibellesen hast du meistens dann, wenn du einen Vers rausnimmst aus dem Kontext. Wenn du einen Vers einfach isoliert liest, nicht im Kontext vom Ganzen, und das sollst du nicht tun. Einfach, dass ich das noch gesagt habe, weil wir lesen die Bibel immer im Kontext. Aber wenn du Spaß haben willst, ist es gut, wenn du nicht immer alles im Kontext liest. Manchmal ist es auch je nach Übersetzung. Wir waren letzten Montag bei der Grace Academy und da haben wir so eine Talkrunde gemacht und dann hat jemand vorgelesen aus der Bibel eine ziemlich alte Übersetzung und ich meide meistens diese alten Übersetzungen oder schreibe diese Wörter um, die ich nicht so cool finde. Und der hat das vorgelesen und ich war auch da, Kamera auf uns allen, und ich musste mich so krass zusammenreißen, dass ich nicht einfach von der Bühne weg lachend weggelaufen bin, weil er etwa 13 Mal das gleiche Wort gesagt hat. Und niemand, ich habe gedacht, bin ich der Einzige, der zweideutig denkt, hier in diesem Raum? Also, Schande über mein Haupt, Asche auf mein Haupt, Buße tun, Nagelband anschnallen. Ich habe gedacht, alle sitzen da. Ja, genau, diese Bibel, voll. Das berührt mein Herz. Und ich denke mir, es berührt nicht mein Herz. Es berührt etwas anderes. Also, ihr merkt jetzt schon, es hat auch viel mit der eigenen Vorstellungskraft zu tun. Und meistens, wenn ich Bibel lese, ich habe eine blühende Fantasie. Und wenn ich kenne noch andere Leute hier drin, die das auch haben. Und wenn ich Bibel lese, dann denke ich mir immer, ach du meine Güte, wenn ich das schon so verstehe, wenn ich das jetzt am Sonntag vorlese, dann gibt es mindestens zwei Menschen hier drin, die ich kenne, die das auch so verstehen. Und dann könnte es sein, dass ich nicht weiter predigen kann. Deswegen nehme ich meistens andere Übersetzungen oder ändere das Wort. Ja, ich sage jetzt nicht, welche Wörter. Aber es gibt Leute, die wissen hier. Also weißt du, ein Körper, es ging um die Bibelstelle mit dem Körper. Wir sind ein Leib von Jesus. Und es gibt in diesem Leib, ich würde jetzt sagen, Körperteile. Aber es gibt biblische Übersetzungen, die nennen ein anderes Wort für Körperteile. Das normalerweise eigentlich nur Männer haben. In meinem Verständnis. Und wenn du dann, also du weißt schon, in welche Richtung es geht, das darf man natürlich nicht in einer Kirche. Deswegen habe ich auch gesagt, hoffentlich hat es nicht zu viele Minderjährige hier drin. Weil, hey, wenn du die Bibel liest, ganz ehrlich, jeder Film, jeder Science-Fiction-Film, jeder Fantasy-Film ist ein Witz, ein schlechter Abklatsch von dem, was du in der Bibel liest. Du liest in der Bibel so, also ich habe es Absurdistan 2.0 genannt, du liest so absurde und komische Geschichten und ich denke mir manchmal, wir lesen das so vor und alle Christen so, ja, ich meine, wenn es Gott sagt. Und manchmal denke ich mir, hast du das gerade auch gelesen, was ich gelesen habe? Also ich habe so einen Untertitel genannt. Von Zombies, Eunuchen, Mobbingopfern, WC-Regeln, Hybridmenschen, Aliens und so weiter. Und es ist alles drin in der Bibel. Und ich kann es dir beweisen, du kannst die Bibelverse nachher, wir können nicht alle lesen, aber du kannst die Bibelverse nachher haben. Zombies zum Beispiel, als Jesus gestorben ist, jeder Christ weiß ja, du darfst keinen Zombie-Film schauen. Weil sonst, also das ist mir wirklich ein ernstes Wort, du sollst keine Zombie-Filme schauen. Und auch keine, wie heißen die ganz schlimmen Filme?
die man nicht schauen darf als Christ. Ich darf das Wort nicht nennen, ich bin am Predigen. Genau, Horrorfilme. Und dann denke ich mir, dann lese ich, denke mir, okay, gut, ich darf Zombiefilme. Ich fand eigentlich Zombiefilme früher immer cool. Jetzt bin ich Christ. Ich finde es immer noch cool. Mein altes Leben ist zwar vorbei, ich bin jetzt eine neue Schöpfung, aber anscheinend habe ich ein paar Teile mitgenommen. Und ich bin natürlich, oder, kontinuierlich unter dem Wasserbad des Wortes und so, da geht das alles weg. Aber dann lese ich die Bibel, Jesus stirbt und es wird extrem dunkel und am Schluss explodiert und die Gräber gehen auf. Die Gräber gehen nicht nur auf. Also der Ort, an dem er gekreuzigt wurde, heißt Golgatha, Schädelstätte. Da ist sozusagen Friedhof aller Friedhöfe. Die Gräber gehen auf und das ist ja schon komisch genug, also schräg genug, also stinkend genug, also keine Ahnung. Und dann stehen die Leute, die da tot sind, auf und wandeln umher. Und die laufen einfach mal so durch die Straßen und alle denken sich, ja, voll normal, Zombie halt, oder wieder mal Attacke der Killer-Zombies ausgebrochen, irgendwas. Und wir lesen das so und wir überlegen uns gar nicht, wie hat denn das ausgesehen? Ich meine, sag mal, du hast nicht mitbekommen, dass die Kreuzigung ist. Du bist gerade in deinem Lieblingscafé La Vida oder so, an der Straße in Jerusalem. Du sitzt so da und dann läuft einfach mal so eine Horde Zombies vorbei. Und du denkst dir, puh, ja, ganz normaler Freitagabend. Karfreitag. Eunuchen, darüber müssen wir nicht sprechen. Ihr wisst alle, was ein Eunuch ist. Gut, danke. Ein Eunuch ist ein Eunuch. Auf Wikipedia siehst du eine, du kannst auf Wikipedia eingeben, dann siehst du, was ein Eunuch ist. Eunuchen gibt es ganz viele in der Bibel, da will ich jetzt nicht fest darauf eingehen. Dann gibt es Mobbingopfer in der Bibel. Und zwar ziemlich bekannte Mobbingopfer. Wir haben ja letzte Woche schon gehört, dass es einen Propheten gibt, einen sarkastischen Propheten, Elia. Und Elia hatte sozusagen einen Nachkommen, einen Nachfolger, und dieser Nachfolger heißt Elisa. Und eines Tages, und Elisa, der hatte irgendwie nicht so viele Haare, also er hatte eine komplette Glatze. Und eines Tages kommen da so 40, 50 Kinder um die Ecke, sehen den Elisa und machen ihn fertig, also machen sich lustig über ihn, weil er eine Glatze hat. Also ein komplettes Mobbingopfer, dieser Elisa. Und dann dieser Elisa denkt sich, ich bin ja ein Mann Gottes, oder? Ich verfluche einfach mal diese Kinder. Das könnt ihr nachlesen in 2. Könige Kapitel 2, falls ihr denkt, das steht nicht in der Bibel. Dann verflucht er diese Kinder. Da kommen zwei Bären aus dem Gestrüpp und zerreißen 45 Kinder auf der Straße. Und dann steht, und Elisa ging weiter nach Jerusalem. Auf der Straße nach Jerusalem oder sowas. Ist nur ein einziger Vers. Und ich denke, also bei mir explodieren die, nicht die Geschmacksknospen, die Hirnknospen. Ich denke mir, ach du meine Güte, wie hat der Typ ausgesehen? Wie hat seine Glatze ausgesehen? Wie groß waren die Kinder? Warum machen sich die lustig? Und warum verflucht er die Kinder? Und da kommt ein, also das ist doch eine absolut strube Geschichte. Hast du schon mal eine Predigt darüber gehört? Was will Gott uns jetzt damit sagen? Mach dich nicht lustig über den Typen, der dir predigt. Ja. Der dir die Message bringt. Der Prophet des Herrn. Ich meine, also ich habe ja schon ich kenne Leute, die haben Quentin Tarantino-Filme gesehen. Ist ja zum Teil ein ziemliches Gemetzel. Aber ich weiß nicht, ob das Gemetzel in diesen Filmen so schlimm war, wie diese zwei Bären, diese Kinder. Es ist nicht eine lustige Geschichte, aber es ist doch einfach eine strube Geschichte. Ist doch einfach absurd, also komplett absurd. Dann haben wir, also Mobbingopfer, dann haben wir WC-Regeln. Es gibt tatsächlich Regeln, wie du aufs Klo gehen sollst in der Bibel. Und ich liebe das, weil unser Senior Pastor hat mich eigentlich die ganze Zeit glauben lassen, dass das nichts Göttliches ist, dass das sicher nicht von Gott kommen kann, wenn man Fäkalsprache benutzt oder sowas. Ich meine, die Bibel ist voll davon. Also wenn du jetzt zum Beispiel im 5. Mose
in das Kapitel 21, 22 und 23 gehst, oder in diese Kapitel, du kannst selber nachlesen, dann findest du unter anderem Kloregeln. Und die wurden eingesetzt, weil es da ein Problem gab. Oder? Es gibt eine Regel, wie du dich zu verhalten hast, wenn du es nicht mehr halten kannst. Also nicht einfach nur so ein bisschen Turtlehead, sondern du kannst, du schaffst es nicht mehr aufs Klo rechtzeitig. Ja, ihr findet das, oh mein Gott, das darf man nicht in einer Predigt. Soll ich euch die Bibelstellen vorlesen? Es wäre lustig. Aber es gibt, also wenn du es nicht mehr schaffst, hast du schon mal nicht die Hand heben, aber jeder kennt das Gefühl, vielleicht noch als du ein Kind warst, natürlich nicht als Erwachsener, ist ja klar. Wenn, und da steht, wenn du auf dem Schlachtfeld bist und du schaffst es nicht mehr rechtzeitig, dann muss jetzt seit neuestem jeder Soldat von Israel ein kleines Schäufelchen dabei haben. Und ich wurde an meine Militärzeit erinnert, an diesen mühsamen Spaten, den du immer dabei haben musstest, um rechtzeitig, ich denke mir, du schaffst es eh schon, wie willst du jetzt noch rechtzeitig ein Loch? Und dann musst du natürlich, du darfst nicht innerhalb, es gab das Problem, dass viele sich innerhalb des Lagers entleert haben. Und dann hat Gott gesagt, ich will das nicht, weil ich gehe in der Nacht in eurem Lager umher und wenn es da, es steht wirklich so in der Bibel. Ich habe mir so gedacht, Gott geht da so im Lager umher, es ist dunkel, er will die Israeliten segnen. Und ach, nein, ach du meine Güte. Und dann hat er gesagt, bitte von jetzt, liebe Soldaten von Israel, nicht mehr im Lager, sondern außerhalb des Lagers, im Osten des Lagers, da geht ihr hin mit eurer Schaufel, jeder für sich selber. Sind auch nicht auf die Idee gekommen, dass man da vielleicht ein großes Klo machen kann. Nein, oder? So tief muss das Loch sein, so breit muss das Loch sein und dann auf geht's. Wirklich. WC-Regeln, und das sind nicht die einzigen. Dann gibt es, wir gehen weiter, ich merke es. Einige von euch mit Fäkalsprache nicht so, wie sagt man, bisschen auf Kriegsfuß. Es gibt Hybridmenschen in der Bibel. Also keine richtigen Menschen, sondern in der Bibel werden die Riesen genannt. Also Menschen, die nicht wirklich Menschen sind, die aber so aussehen wie Menschen, aber irgendwie 2-3 Meter zu groß geworden sind. Und der Grund, warum die so groß geworden sind, könnt ihr nachlesen im ersten Buch Mose in Kapitel 6. Da steht nämlich, dass es gefallene Engel gab, die Gestalt von Menschen annehmen konnten und die mit den Menschenfrauen dann Geschlechtsverkehr hatten und aus diesem Geschlechtsverkehr wurden dann die Riesen. Das ist übrigens, ja, und wir denken, ja, Ben auch, ja. Als ob es das Normalste, ich meine, da kommen irgendwelche Dämonen, irgendwelche gefallenen Engel, steht noch schön gefallene Engel, du denkst, ja, so ein halber Engel vielleicht, nur so halb verbrannt. Der kommt da runter, der kann sich als Mensch und dann die Frauen, okay, die denken sich, oh mein Gott, ziemlich cool, dann haben die da Geschlechtsverkehr und dann werden diese Riesen geboren, das Erbmaterial des Menschen, das ist natürlich eine Taktik des Feindes. Und du könntest dir jetzt denken, Gott ist ja klüger als der Feind. Oder? Der macht die Sintflut aus diesem Grund, damit diese Riesen, dieses Genmaterial der Menschen da vernichtet wird. Dann gibt es eine neue Erde, dann gibt es 8 Menschen, die die Erde bevölkern. Und danach kommen diese Engel wieder. Und es werden wieder Nephilim geboren, also diese Riesen geboren. Und ich denke mir so, Gott, du hast doch jetzt gerade gesehen, irgendwie nicht gut, dass die das können, dass die Möglichkeit haben. Dann macht er die Sintflut und du denkst, jetzt ist alles gut und dann ist doch nicht alles gut. Und erst danach steht in der Bibel, hat Gott diese Engel ganz gefangen genommen und irgendwo weggesperrt. Die diese Möglichkeit hatten, sich zu verwandeln. Und jetzt frage ich dich, denkst du dir, ich spinne? Hast du das schon mal gelesen? Also wenn ich das lese, dann denke ich mir, also ich habe jetzt noch nie einen Film im Kino gesehen, der irgendwie schräger ist als das, was ich hier gerade gelesen habe. Also manchmal denke ich mir, eigentlich sollte man einfach die Bibel verfilmen. Und ich glaube, wir Christen werden so schockiert sein. Wir werden so schockiert sein, weil wir denken, das kann sicher nicht in der Bibel
Oh mein Gott, das steht in der Bibel. Ich weiß gar nicht, ob ich noch an diesen Gott glauben will. Hoffentlich passiert das nicht. Aber was ich dir sagen will, es gibt ganz schräge Geschichten, diese Aliens, genau auch in der Himmelswelt, so zwischen Erde und dem Himmel, wo Gott ist, gibt es ja diese dämonische Welt. Und in dieser dämonischen Welt ist immer Aktivität, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das ist ja sozusagen außerirdisch, das sind Aliens. Die einen konnten sich verwandeln als Mensch. Also ganz schräge Geschichten. Wir müssen jetzt davon wegkommen, von diesen schrägen Geschichten. Und wir lesen einfach noch einige Bibelverse. Zum Beispiel in Hesekiel 4, Vers 1. Hier steht, und wie Gerstenfladen sollst du sie essen. Und du sollst sie in Mistfladen aus Menschenkot vor ihren Augen backen. Also Hesekiel, ziemlich ein lustiger Prophet. Ganz viel komisches Zeugs da drin, das du dir nicht so vorstellen kannst. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, du sollst Fladen backen und du sollst ihn so backen. Also Gerstenbrot, du sollst ihn wie Gerstenbrot Fladen dann essen. Und du sollst ihn in Mistfladen aus Menschenkot vor ihren Augen backen. Und dann denkt sich Hesekiel, also das finde ich jetzt ziemlich hässlich. Also Gott, nein, also das finde ich hässlich. Können wir nicht einen Kompromiss eingehen? Können wir nicht, also Menschenkot, also ziemlich hässlich. Dann sagt Gott, okay, wir machen einen Kompromiss. Den Kompromiss findest du 14 Verse weiter. Hierauf antwortete er mir, siehe, ich will dir gestatten, dass du Kuh misst, anstatt Menschenkot nimmst und darauf dein Brot bereitest. Und ich meine, hast du dir, also ich weiß nicht, wie viel Mal du schon das Alte Testament gelesen hast, aber bei Hesekiel, da ist einfach alles fertig. Jetzt Hopfen und Malz verloren, da geht's so zu und her. Oh, ich hätte da noch einige ganz lustige Bibelverse, sehe ich gerade. Also falls jemand von euch heute hier ist, wir leben im neuen Bund, wir leben nicht mehr im alten Bund. In der Versammlung des Herrn darf niemand kommen, dessen Hoden zerquetscht oder dessen Glied abgeschnitten ist. Oder um wieder ein bisschen runterzukommen, Josua 13, Vers 1. Als nun Josua alt und wohlbetagt war, sprach der Herr zu ihm, du bist alt und wohlbetagt geworden. Ja, fang ich an zu schwitzen. Ich denke, nein, echt, wirklich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich weiß nicht, vielleicht liest du die Bibel anders als ich, aber ich kann mir da ziemlich viel rausnehmen. Und dann haben wir natürlich noch Jona, der von einem Fisch verschluckt wurde. Und in Jona Kapitel 2, Vers 10, und der Herr befahl dem Fisch und der kotzte Jona ans Land. In den meisten deutschen Übersetzungen steht, er spie Jona ans Land, also er spuckte ihn aus. Aber wenn du da reingehst, und ich liebe ja Word Studies, also Wortstudien, wenn du da reingehst in dieses Wort, dann steht, auf Englisch steht vomit, also erbrechen könnte man auch sagen, und er kotzte Jona ans Land. Und ich denke mir so, du bist jetzt mal 3 Tage in diesem Fisch gewesen und dann kommst du wieder aus diesem Fisch raus. Und danach steht, und dann ging er nach Ninive. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hat er zuerst noch geduscht. Oder irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal ihn, erbrochenem an dir, in dir, überall rumgelaufen bist. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht haben sie ihm auch deswegen die Botschaft einfach geglaubt. Er hat sich extrem aufgeregt, dass sie die Botschaft einfach geglaubt. Er geht in die Mitte der Stadt und er predigt. Und die sagen, ja, okay, wir tun Buße. Alles, was du sagst. Weil wir wollen, dass du da weggehst. Ja. Hohelied 7, Vers 4. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle. Ich weiß nicht genau. Ich habe junge Zwillinge einer Gazelle gegoogelt. Und ich habe mir gedacht, du musst schon eine extreme Fantasie haben, um das so zu sehen. Oder früher haben vielleicht Brüste anders ausgesehen. Also,
Ich weiß nicht, weißt du, wie eine Gazelle aussieht? Was hat das Ganze mit mir zu tun? Dann haben wir die Geschichte von Jakob. Ich muss ein bisschen Gas geben, könnt ihr bitte aufhören zu lachen. Wir haben die ganze Geschichte von Jakob und Jakob ist sozusagen der Stammesvater. Er wurde dann umgetauft in Israel, der Stammesvater von Israel. Und Jakob denkt sich, ah, ich finde Rahel super, ich möchte Rahel haben. Sein zukünftiger Schwiegervater sagt, okay, du arbeitest jetzt 7 Jahre für Rahel. Und dann hat Jakob 7 Jahre für Rahel gearbeitet. Und dann ist das Hochzeitsfest und dann ist die Hochzeitsnacht. Und am nächsten Morgen wacht Jakob auf und er ist nicht mit Rahel im Bett gewesen, sondern mit Lea. Rahel und Lea. Und ich weiß nicht genau, wie viel er getrunken hat. Ich weiß auch nicht, was für Substanzen er vorher zu sich genommen hat. Ich kenne die kulturellen Hintergründe nicht von dieser Hochzeit, aber ich denke mir, also ein Hochzeitsfest bei den Israeliten geht 7 Tage. Du hast doch irgendwann mal gemerkt, dass die vielleicht nicht die gleiche Figur hat wie die, die du eigentlich willst. Oder vielleicht hast du mal gesehen, dass der Kopf oder die Nase oder irgendwas anders aussieht. Nein, er geht einfach mit Lea ins Bett und am Morgen, oh mein Gott, was machst denn du hier in meinem Bett? Dann arbeitet er nochmal 7 Jahre, bekommt Rahel dann dazu, dann hat er 2 Frauen, eine, die er will, eine, die er nicht will. Alles super. Und ich denke mir, was läuft eigentlich da ab? Es ist ja nicht so, dass das nur einmal passiert ist in der Bibel. Aber weißt du, das Coole, um dir mal wieder ein bisschen Luft zu geben, ist, Jakob hat einen riesen Schrott gemacht. Also nicht nur das, mega viel Fehler gemacht. Und weißt du, was das Krasse ist? Ich denke mir, so viele Fehler habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und Gott benutzt ihn trotzdem. Wie viel mehr benutzt er mich? Also wir können das Gleiche von Juda erzählen. Juda, Ben hat diese Geschichte schon erzählt. Juda hat Söhne, die gibt er an seine Schwiegertochter Tamar. Einer nach dem anderen stirbt. Er denkt sich, okay, meinen letzten Sohn, den gebe ich nicht an die Tamar. Tamar denkt sich, okay, ich haue ihm einen Bock rein. Ich verkleide mich als Prostituierte. Juda denkt sich, okay, heute habe ich Bock. Lust auf eine Prostituierte und geht da ins Bordell und da ist dann diese Tamar und er schläft mit ihr und er merkt nicht, dass es sie ist, schon wieder. Das ist erst gerade passiert, sein Vater, und ihm passiert das Gleiche. Und dann wird diese Tamar schwanger und er erfährt davon, dass sie schwanger ist und will sie umbringen lassen, weil sie Ehebruch begangen hat. Und dann kommt aber aus, dass es er war. Und dann denkt sie, okay, ja, vielleicht bringen wir sie doch nicht um. Und schlussendlich ist er der Stammvater von diesem Stamm, aus dem Jesus kommt. Und Tamar ist im Stammbaum von Jesus und Gott ist einfach größer als unsere Sünden. Und jetzt, wenn die Band langsam dann, noch nicht natürlich, aber wenn die Band dann langsam nach vorne kommt, kommen wir zu diesen 100 Vorhäuten, über die ich schon die ganze Zeit eigentlich sprechen wollte. Also wir haben König Saul und wir haben David, König ist Saul momentan, David ist noch nicht König, aber er geht Saul so richtig auf den Keks, weil er jetzt Oberbefehlshaber ist seiner Armee und die Leute David irgendwie lieber haben als ihn und er ist ja nicht König. Und jetzt kommt dieser David auch noch und möchte sein Schwiegersohn werden, möchte seine Tochter zur Frau. Und Saul denkt sich, okay, dann gebe ich ihm halt meine Tochter, aber ich möchte einen Brautpreis dafür. Und den lesen wir hier in 1. Samuel 18, Vers 25. Saul schickte sie mit folgendem Angebot zurück. Der König verlangt von dir kein Geld als Brautpreis, sondern Rache an seinen Feinden. Darum sollst du ihm die Vorhäute von 100 Philistern bringen. Also Saul denkt sich natürlich, wenn David jetzt da diese Philister töten geht, dann wird David vielleicht ermordet von den Philistern und dann ist er das Problem los. Die Diener überbrachten David das Angebot und er nahm es an, denn er wollte der Schwiegersohn des Königs werden. Alles noch gut, er geht jetzt auf Jagd. 100 Vorhäute sind das Ziel. David geht los. Noch bevor die festgesetzte
Frist abgelaufen war, zog er mit seinen Männern in den Kampf gegen die Philister. Sie erschlugen 200 von ihnen. David kehrte mit den Vorhäuten zurück und ließ sie dem König vollzählig abliefern. Also die Band kann langsam nach vorne kommen. Also ich weiß jetzt nicht, es ist eigentlich eine ganz banale Geschichte. Und die meisten lesen da, okay, ja, ganz normal, klar. Die gehen da mal auf die Jagd nach 100 Vorhäuten. Und sie erledigen aber nicht 100, sondern 200. Und sie kommen dann nicht mit 100 Vorhäuten zurück, sondern sie kommen mit 200 Vorhäuten zurück. Cool, overachiever, I get it. David macht mehr, als er tun muss. Er geht die Extrameile. Exzellenz ist einfach, läuft durch sein Blut, oder? Und ich denke mir, hat sich schon jemand mal das Gleiche vorgestellt wie ich? Wer hat denn diese Vorhäute entnommen? Hat David das selber gemacht? Haben das seine Männer gemacht? Okay, dann gibt es die Leute, die die Vorhäute entnommen haben. Und dann, wer hat denn diese Vorhäute gezählt? Hat man einfach die Leute gezählt und dann gedacht, man hat alle? Oder hat man die Vorhäute auch einmal nochmal extra gezählt? Und hat man die Vorhäute, bevor sie Saul gebracht haben, getrocknet? Oder waren die noch, ich weiß es nicht, war die noch? Und hat dann ein Diener von Saul nochmal alle nachzählen müssen, um zu sehen, ob es wirklich 100 sind oder wie viele das es sind? Also ihr seht, vielleicht habe ich eine zu blühende Fantasie, aber ich denke mir, in der Bibel, die Bibel ist voll von Geschichten, die aus meiner Sicht nicht einfach nur normal sind, sondern die eigentlich extrem lustig sind. Und bei denen ich auch extrem froh bin, dass ich nicht im Alten Testament lebe. Es gibt übrigens auch so Geschichten im Neuen Testament. Aber ich bin froh, dass ich da bei dieser Geschichte nicht dabei war. Ich bin auch sehr froh, dass ich kein Philister war. Aber ich bin eigentlich noch fast mehr froh, dass ich nicht ein Mann von David war, der da war und das Ganze mitmachen musste. Und dann, ich meine, was haben die da für Instrumente benutzt? Haben sie also... Hatten Sie einen so Clipser wie für die Zigaretten? Oder was? Wie genau? Ich weiß, blühende Fantasie. Also, was ich dir sagen will, ist, das Leben ist manchmal ernst. Gott ist manchmal auch ernst. Es ist wirklich ernst, dass es um Leben und Tod geht. Aber Gott will auch, dass wir Spaß haben. Und ich glaube, dass er auch Spaß haben. Er will auch, dass wir Spaß haben, wenn wir die Bibel lesen. Und er findet es wahrscheinlich lustiger als wir, wenn wir es auch mal lustig finden oder wenn wir mal denken, ach du meine Güte, was ist denn das für eine Geschichte? Wie muss ich das verstehen? Oh mein Gott, muss ich jetzt Buße tun, weil ich mir das bildlich vorgestellt habe oder nicht? Auf jeden Fall möchte ich dich einladen, wenn du Jesus, der Spaß haben möchte mit dir, noch nie in dein Leben aufgenommen hast. Dafür können wir eigentlich aufstehen, weil wir gehen nachher eh in einen Song. Damit du auch wieder ein bisschen Adrenalin spürst in deinem Körper. Wenn du Jesus noch nie eingeladen hast in dein Leben, dann habe ich jetzt das Privileg, dich dazu einzuladen. Jesus ist lustig, er will, dass du Spaß hast, aber was er vor allem will, ist, dass du in seine Familie reinkommst, dass du von Neuem geboren wirst, dass du ein Teil wirst von der Familie Gottes. Und das kannst du machen, indem du einfach sagst, hey Jesus, ich bin hier, das ist mein Leben, du siehst alles, was bei mir abgeht, du siehst, was mich beschäftigt, du siehst, ich bekomme es nicht auf die Reihe. Komm in mein Leben und weißt du, was passieren wird? Jesus wird in dein Leben kommen. Wenn du das tun willst mit jemandem zusammen, dann darfst du nachher einfach auf uns zukommen. Wir gehen jetzt in den Song rein und ich habe gehört, es ist ein richtig fetziger Song, ein Vollgas-Song. Ich merke es noch nicht. Gebt Gas, Mann! Jawohl, der Song heißt Louder. Also lass uns ganz laut hier mitsingen und mitklatschen. We'll be right back.
should glad we got to sing. Nothing's gonna stop us singing your praise. Nothing in the world can stand in the way of all God's people lifting Jesus up. You're never gonna silence hearts ablaze. Shout a hallelujah to His name. All God's people, come on, lift Him up. Sing it louder, He is faithful in the waiting, in the breakthrough. Sing it louder, let the roar out. Raise a shout from every rooftop. In His presence there is freedom. It's where anything can happen. Sing it louder till we see Him. Aren't you glad we got to see Him? Nothing's gonna stop us singing your praise. Nothing in the world can stand in the way of all God's people lifting Jesus up. You're never gonna silence hearts ablaze. Shout a hallelujah to His name. All God's people, come on, lift Him up. Nothing in the world can stand in the way of all God's people lifting Jesus up. Yeah. You're never gonna silence hearts ablaze. Shout a hallelujah to His name. All God's people, come on, lift Him up. Nothing's gonna stop. Nothing's gonna stop. Singing your praise. Nothing in the world can stand in the way of all God's people lifting Jesus up. You're never gonna silence hearts ablaze. Shout a hallelujah to His name. All God's people, come on, lift Him up. Hey, vielen Dank, Michi, dass du uns mit auf diese humorvolle Reise durch Gottes Wort genommen hast, dass du uns gezeigt hast, dass Gott Humor hat. Und hey, ich möchte dich jetzt einfach, ich möchte dich segnen, ich möchte euch segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes für eine wunderbare Woche, für einen genialen Sommer. Und hey, genießt die Gemeinschaft miteinander, teilt das Leben, seid füreinander da, betet füreinander, wenn ihr Anliegen habt. Und erzählt einander Witze, erzählt einander Peinlichkeiten. Auch so kann man Leben teilen. Und es kann auch ermutigend sein, mal auch zu hören und zu sehen, dass bei anderen auch nicht immer alles rund läuft. Also seid offen füreinander. Ich wünsche euch mega gute Gespräche, tolle Gemeinschaft jetzt. Und denkt daran, nächsten Sonntag kein Gottesdienst hier. Nächsten Sonntag um 10 Uhr, besser um 10 vor 10 in der FEG hier in Bux. Wir wünschen euch von Herzen einen super Sommer. Und bis das nächste Mal hier wieder. Denkt daran auch am 6. August mit den anderen beiden Gemeinden zusammen. Also, seid gesegnet.
Habt eine tolle Zeit und bis bald. Tschüss zusammen. Jawohl, lass uns nochmal in den Song einschalten. So, lass uns zusammen singen. So, come on, lift your song. So, come on, lift your song. Stone, for our God is with us. There's no building, there's no ceiling that could hold His praises. So come on, lift your song. For our God is with us. There's no building, there's no ceiling that could hold His praises. Nothing's gonna stop. Singing your praise, nothing in the world can stand in the way of all God's people lifting Jesus up. You're never gonna silence hearts ablaze. Shout a hallelujah to His name. Good night.